Hallo meine Lieben, willkommen am Deutschland-Kurier-Kanal. Abonniert nicht vergessen und folgt uns bitte auch auf Telegram. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von die Horror-Lockdown-Zahlen der Woche. Wir beginnen mit einer Insolvenzlawine, die 350.000 weitere Jobs in den Abgrund reißen soll. Es klingt auf den ersten Blick ein bisschen paradox. Im ersten Lockdown-Jahr 2020, also im letzten Jahr, gab es nur knapp 16.000 Firmenpleiten. Das ist der niedrigste Stand seit Einführung der Insolvenzverordnung im Jahre 1999. Endlos Lockdown und Tiefstand an Firmenpleiten. Wie passt das zusammen? Ja, meine Lieben, im Grunde gar nicht. Es ist einfach so, dass im letzten Jahr für viele eigentlich längst zahlungsunfähige Firmen die sogenannte Insolvenzvertragspflicht, also dass man das sofort melden muss, wenn man pleite ist, kurzerhand ausgesetzt wurde. Warum? Um den Irrsinn des ewigen Lockdowns in Ruhe durchziehen zu können, des Endlos-Lockdowns, meinte ich. Damit ist wohl langsam Schluss. Georg Licht, ein Ökonom am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, erwartet schon kurzfristig 25.000 Insolvenzen allein aus dem letzten Jahr. Da kommen die aus diesem Jahr noch oben drauf. Das Ganze wird natürlich schön mehr oder weniger verheimlicht, bis die Bundestagswahl vorbei ist, ist ja klar. Wir kommen zur nächsten Horror-Lockdown-Zahl des Tages. 2 von 3 Kommunen, meine Lieben, wollen die Steuern und Abgaben erhöhen. Der Endlos-Lockdown hat bei Städten und Kommunen schon jetzt zu einem Einnahmeausfall in zweistelliger Milliardenhöhe geführt. Deshalb die geplanten, und sie werden auch kommen, da sollten wir uns nichts vormachen, Erhöhung der Steuern und Abgaben, als ob wir nicht schon längst genug Steuern und Abgaben zahlen würden. Ihr könnt das ja gerne mal alles zusammenrechnen. Ich sage euch, ihr kommt mit allem drum und dran, kommt ihr auf ungefähr 70% Steuern und Abgaben, was wiederum bedeutet, ihr arbeitet ein Dreivierteljahr ausschließlich für den Staat. 52% der deutschen Industriearbeiter haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Und damit sind wir bei der nächsten Horror-Lockdown-Zahl. Es gab eine Umfrage der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie unter rund 1.500 Beschäftigten. Und das wichtigste Thema, was diese Arbeiter und Angestellten bewegt hat, war eben die Angst um ihren Job. Die nächste Horror-Lockdown-Zahl entstand natürlich wieder einmal rein zufällig. 540 ist der Inzidenzwert in einer Kölner Hochburg. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist ein Problemstadtteil namens Chorweiler. Viele Hochhaus-Silos und so weiter. Und sofort 540 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist wohl Rekord in Deutschland. Wir kommen zur letzten Horror-Lockdown-Zahl der Woche. Und das ist auch die Zahl, die mich ganz persönlich am meisten berührt hat. Jeder fünfte Mensch über 75 Jahren in Deutschland fühlt sich vereinsamt. Gut, das war auch schon vor Corona so, allerdings lange nicht so massiv, denn 58% der Befragten geben an, dass sich ihre Einsamkeit seit dem Endlos-Lockdown entweder massiv verschärft hat oder erst eingetreten ist. Diesen traurigen Wert ergab eine Forsa-Umfrage. Besonders Alleinlebende und gesundheitlich stark eingeschränkte Senioren sind demnach von der Einsamkeit betroffen. Regelmäßige wöchentliche Kontakte haben diese Menschen, wenn überhaupt, nur noch im engen Familien- und Freundeskreis oder mit den Nachbarn. Aber wie gesagt, wenn überhaupt.
Traurig, traurig Deutschland im Jahr 2021. Hau die rein, macht weiter und bis später.